Erzengel Gabriel, Tagesbotschaften. Empfangen durch Shelley Young, übersetzt von Yvonne Moore. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. 8. November 2023. Leichtigkeit ist das, was stattfindet, wenn ihr beginnt, euch selbst als bewusster Mitschöpfer zu vertrauen. Erzengel Gabriel durch Shelley Young. Grüezi Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, das ist wieder so ein Podcast, der Sinn macht. Den ursprünglichsten Sinn dieser Podcast. Kurze, prägnante Erzengel Gabriel Channelings aufzufüllen, will ich es mal nennen. Genau, wobei ich jetzt noch ein bisschen Zeit habe, über den gestrigen Podcast zu sprechen. Ich habe mich ja so ein bisschen in eine Richtung leiten lassen, weil der Gedanke war von Frieden, Freude, Fülle, Freiheit, ja, dass damit schon ganz viel erreicht wäre, gerade wenn es um Fülle geht, weil ganz viele Menschen leben in einer großen Existenzangst auf dem Planeten, was natürlich so gewollt ist. Ja. Das Geld macht eben nicht immer glücklich, kann man wirklich nicht behaupten. Und hätten wir kein Geld, wäre es auch schwierig, zum Beispiel Miete zu verlangen. Ja, was würde man denn dann verlangen? Du kannst da wohnen, aber ja, wir wollen ja keine Sklaverei mehr einführen, weil das könnte man ja machen. So nach dem Motto, wenn du bei mir, ich habe da noch ein Haus und da sind ein paar Wohnungen, und wenn du da drin wohnen willst, dann musst du 2 Stunden am Tag für mich arbeiten. Ja, irgendwas am Feld erledigen. Und dann kannst du sagen, sag mal, hast du sie nicht mehr? Mach deinen Scheiß alleine. Ja, oder du findest es gut, ja, weil du dann auch mal wieder an der frischen Luft draußen bist. Aber dann wird es deutlich, versteht ihr? Das ist dann eine Erpressung. Das ist ja nichts anderes, oder? Du willst ein Dach über dem Kopf? Dann musst du für mich schuften. Weil was anderes fällt mir gar nicht ein. Was könnte man jemandem denn geben, ja, dafür? Ja gut, dann fängt man an mit Tauschen, aber gerade dieses Mieten, was soll ich denn dagegen tauschen, ja? Also, wenn ich nicht selbst eine Wohnung habe und ihr einfach nur die Wohnung hintauschen wollt, dann wird es schwierig, ja? Und dieses etwas Besitzen ist eben das Merkwürdige, weil man auf dem Planeten unendlich viel besitzen kann, was man gar nicht nutzen kann. Ja, wenn ich ganz viele Häuser und ganz viele Wohnungen habe, dann kann ich da alleine ja nicht drin wohnen. Ja. Ich könnte es vermutlich noch nicht mal alles innerhalb von einem Monat putzen, wenn ich so richtig groß im Immobiliengeschäft dabei bin und von anderen Menschen Geld verlange, dass sie in meinen Wohnungen wohnen dürfen. Und das würde ja dann wegfallen. Das macht ja keinen Sinn. Und das wäre natürlich schon mal eine Riesensache. Ja? Und grundsätzlich, da habe ich einen Kommentar gelesen, der so scheinbar so eine tiefe Erkenntnis hatte. Willkommen im Club. Natürlich läuft es darauf hinaus, am Ende kein Geld mehr zu haben, weil wir das nicht brauchen. Weil man, wenn man ein Geldsystem auf einem Planeten einführt, diesen Planeten still und heimlich sich stiehlt. Im Endeffekt wird denjenigen, die das Sagen über das Geld haben, ja, wird alles gehören. Und das wollen sie ja auch. Ja. Wir haben ja schon einiges gelesen und gehört, was da so auf uns zukommen könnte oder aus deren Sicht sollte. Ja. Was ich aber nicht mehr glaube, dass es auf uns zukommt. Aber noch, ja, muss ich Miete bezahlen, noch muss ich vielleicht auch das ein oder andere Nahrungsmittel bezahlen, weil ich nicht alles selbst anbauen kann, weil die Möglichkeiten auch nicht jeder hat
Und das ist auch ein bisschen kompliziert noch auf der Erde, so wie wir es organisiert haben, weil die wenigsten Menschen Permakultur verstehen und wir zum Beispiel im Gegensatz zu Innererde einen riesigen Nachteil haben, weil in Innererde scheint die Sonne 24 Stunden am Tag. Ich bin jetzt kein großer Fan davon, dass die ganze Zeit die Sonne scheint. Ich habe mich daran gewöhnt, dass wir auch einen Nachtrhythmus haben. Ich muss aber sagen, im Winter finde ich den nicht so schön. Mir gefällt das nicht so gut, dass ich zu fast jeder Abendstunde rausgehe und es ist schon stockfinster. Ja, das ist mir zu wenig Tageslicht pro Tag. Aber in Innererde haben sie das gar nicht. Und ratet mal, womit die kein Problem haben. Ja, mit dem eigenen Biogarten. Der wird ja, 24/7 von der inneren Sonne beschienen, die dahingehend genauso funktioniert wie unsere Sonne. Und die Pflanzen können wunderbar wachsen und die haben natürlich auch ein viel milderes Klima. Die haben nur an den Pol-Ein- und Ausgängen wirkliche Jahreszeiten, aber viel milder, als wir sie haben. Und scheinbar, wenn man so hört, wie Außerirdische über ihre Lebensweise sprechen, dann ist es normal, im Planeten zu leben. Das ist schon ein bisschen abgefahren, ja. Also ich bin jetzt kein echter Innererde-Spezialist, aber ich habe aufmerksam zugehört. Vieles habe ich auch von den Alf Jasinski-Tagebüchern. Und die wurden ja von seiner Frau dann weitergeschrieben. Und wenn diese Informationen richtig sind, bin ich da schon sehr fasziniert von Innererde. Und gerade ja, das mit dem Bioanbau und mit den Lebensmitteln ist da kein großes Thema. Und Energie ist auch sehr teuer. Also bei mir ist es so, dass ich nur ein paar Sachen monatlich überweisen muss. Das ist die Miete, das ist das Telefon, ja, der Internetanschluss und das sind die Stromkosten. In der Miete, ja, wir reden immer von Warmmiete, da ist natürlich einiges enthalten, so wie die Müllabfuhr zum Beispiel und auch die Energiekosten im Haus und auch Warmwasser und solche Sachen, die sind da schon enthalten. Und natürlich auch Heizung, ja, was hier relativ günstig ist, weil das ein Neubau ist. Den gibt es erst, glaube ich, seit 2012, aber ich weiß es nicht mehr aufs Jahr genau. Jedenfalls stand das Haus noch nicht lange, als ich hier eingezogen bin, 2014. Und da haben die eben schon an sowas gedacht, wie an Wärmepumpen. Und das ist eine viel günstigere Heizungsform. Ich habe hier auch eine wunderbare Bodenheizung, die überhaupt nicht so ist wie früher, dass man sich die Füße wegbrutzelt, sondern das ist eine kaum wahrnehmbare Wärme von unten. Und es verteilt sich wunderbar im ganzen Raum. Ich bin jetzt eh nicht so verfroren. Ich brauche es gar nicht so warm. Momentan heize ich auch noch nicht. Ja, wir haben jetzt Anfang November. Ich musste die Heizung noch gar nicht anmachen. Ich schlafe auch noch bei offenem Fenster. Also noch ist alles gut, wobei ich das Rollo runter habe. Also ja, so richtig kalt wird es da nicht. Aber schön frisch, wenn man dann sich schön einmummelt unter seiner dicken Bettdecke, dann ist das sehr gemütlich, finde ich sogar. Wobei ich ganz oft eigentlich so ein bisschen die Bettdecke umarme und sie so zwischen meinen Beinen habe. Ja, jetzt wird es konkret. Ja, aber all diese Kosten würden ja wegfallen. Und es ist auch gar nicht so schwer, sich das vorzustellen. Auch etwas herzustellen, für das man kein Geld bekommt, weil man einfach aus Spaß an der Freude zum Beispiel Autos herstellen würde. Aber was würde man nicht machen, wenn es kein Geld geben würde? Man würde sich nicht überlegen, wie man diese Autos so zerbrechlich wie möglich herstellt, damit bei dem leichtesten Feindkontakt, hätte ich mal gesagt, mit anderen Autos sofort sämtliche Teile ausgetauscht werden müssen. Und man würde sich auch nicht überlegen, wann denn spätestens der Motor kaputt gehen sollte, weil man ja
neue Autos verkaufen möchte. Und diese Denke ist auch einzig und allein dem Geld geschuldet. Und auch bei der Gesundheit, ja. Die gierige Pharmaindustrie, die lieber behandelt, weil sie teure Medikamente monatlich an die Kranken verschreiben kann oder besser gesagt ausliefern kann. Verschreiben tun das ja die Ärzte. Das ist ja die Klüngelei zwischen Ärzten und Pharmaindustrie. Und die wollen natürlich den Geldfluss aufrechterhalten. Die haben kein Interesse daran, kein finanzielles Interesse daran. Und das ist ja das Hauptinteresse bei den Menschen auf dem Planeten. Ja, und natürlich nicht bei allen. Aber in gewisser Weise schon. Ja, ich meine, ich brauche mir nichts vormachen. Ich könnte ja diesen Job hier auch nicht ausüben, wenn ich kein Geld dafür, dadurch oder von woanders bekommen würde, damit ich meine Zeit hier investieren kann. Und insofern habe ich auch ein finanzielles Interesse. Ja? Ich bin halt schon ein bisschen ruhiger geworden. Ja? Ich habe spirituell gelernt und bin eben kein bisschen gierig oder irgendwie geizig oder was auch immer mit dem Geld dann an negativen Charakterzügen sich einstellen kann. Aber wie gesagt, ja, Miete, Internet, ja, damit ich die Sachen auch hoch und downloaden kann, und Strom, ja, damit mein PC zum Beispiel laufen kann und mein Kühlschrank an ist und so weiter und so fort. Das sind so die drei Dinge, die hier jeden Monat rausgehen, und im Prinzip sind das die Kosten, die mir dann auch ab und an mal Kopfzerbrechen bereiten können. Und insofern wäre es wunderbar, wenn wir am Ende der Reise des Gesellschaftswandels, das ist ja auch nur ein Aspekt des Wandels, den wir erleben, aber der wird diese Dinge betreffen, und eben am Ende dieser Reise wird es kein Geld mehr auf dem Planet geben, weil wir uns anders organisiert haben und vor allem aus der jetzigen Perspektive wir uns anders organisieren müssen, über kurz oder lang. Und das ist genau das Thema, über kurz oder lang. Noch ist es fast unvorstellbar, ohne Geld zu leben. Also, das wollte ich jetzt mal zu Geld sagen, weil es geht natürlich dahin, dass es keine Rolle mehr spielt auf unserem Planeten. Vollkommen richtig und ganz entscheidend wichtig auch. Nur es gibt halt eben noch Zwischenschritte, die wir noch erleben müssen. Den Gedanken hatte ich jetzt auch letztens, weil mir ja in einem persönlichen Channeling gesagt worden ist, dass meine Reise noch lange ist und ich mich da so ein bisschen geärgert habe, so, habe ich noch viel zu tun, aber wenn ich jetzt mal wirklich gucke, wo ich jetzt bin und was ich für möglich halte und für wahr halte, welche Möglichkeiten ich dann in der fünften Dimension habe, ja, da bin ich ja noch wirklich weit davon entfernt. Ja? Also insofern ist es vollkommen in Ordnung, wenn es noch ein längerer Weg ist dorthin. Weil da bin ich ja nicht annähernd, ja, wo ich glaube zu wissen, hinzukommen. Und natürlich spreche ich dann auch über die Dinge, die beim Aufstieg geschehen, den wir ja dann nicht mehr so sehr im Griff haben. Wir können jetzt gute Voraussetzungen für uns schaffen, dass wir beim Aufstieg dabei sind, in die fünfte Dimension oder auch die fünfte Dichte. Da möchte ich auch mal irgendwann drüber sprechen, weil ich auch letztens eine Diskussion hatte, dass jemand eigentlich jedes Channeling für falsch hält, wo etwas über Dimension gesagt wird. So nach dem Motto, die geistige Welt würde solche Fehler nicht machen. Nur weil es mal in anderen Channelings anders genannt wurde. Aber dieses Dimension hat sich durchgesetzt. Es ist einfach mittlerweile das Wort, jetzt habe ich es doch wieder gesagt, ja, jetzt fange ich doch an zu erklären, was sich eben etabliert hat. Ja, dritte Dichte, dritte Dimension ist das Gleiche. Und für manche eben nicht. Vielleicht hilft es euch auch, wenn ihr mit jemandem sprecht. Und ihr könnt ihn dann vielleicht auch mal fragen, was er denn sich dann unter Dimension vorstellt. Weil die Erklärung ist dann so ein bisschen, das wären dann Paralleluniversen. Und ja, da gibt es aber schon ein Wort für, nämlich Paralleluniversen. Ja, also ist es schwierig. Und multidimensional
zu sein bedeutet ja, dass wir auch ein zwölftdimensionales höheres Selbst haben, ein elftdimensionales höheres Selbst und so weiter und so fort. Und ein, wenn man nach dieser mathematischen Struktur geht, ein 13-dimensionales höheres Selbst, und das ist die Quelle selbst. Und durch diese Dimensionen sind wir mit all unseren Aspekten die ganze Zeit verbunden, aber in einer niedrigen Dichte, in der dritten Dimension oder in der vierten Dimension, in der wir uns schon befinden, da haben wir natürlich nicht den Zugriff auf diese anderen höheren Selbste von uns. Wir sind schon froh, ich habe es ja das letzte Mal gesagt, wenn wir die Aspekte unseres nächsthöheren Selbst leben können. Und es ist natürlich trotzdem alles miteinander verbunden. Heute wurde uns ja von Thymus, dem Kollektiv der aufgestiegenen Meister, ein Text geschenkt, aus der 12. Dimension übrigens, ja, ein nicht physisches Kollektiv der aufgestiegenen Meister von der Erde, deren höchster Aspekt, wenn man so möchte, also der allerhöchste wäre dann die 13. Dimension, aber die 12. Dimension, wenn man aus der 12. Dimension Botschaften sendet an uns, dann ist das deren höchstmöglicher Aspekt, bis sie wieder zurück zur Quelle kehren. Das ist so meine Wahrheit, so habe ich das bis jetzt für mich eingeordnet und verstanden. Und natürlich ist vieles stark vereinfacht, weil wir auch akzeptieren müssen, dass wir in dieser Dimension, in dieser Inkarnation, wie ihr es auch immer nennen wollt, nur bestimmte Möglichkeiten haben. Also eine bestimmte Gehirnkapazität nur. Auch das wird sich übrigens ganz stark verändern. Ja? Also wir werden alle im Prinzip Genies werden aus unserer heutigen Sicht. Und darauf freue ich mich auch schon. Ja? So leichter etwas zu lernen, ja, das habe ich immer als so ein bisschen stressig empfunden, gerade was Schule angeht, dieses auswendig Lernen. Das kann man üben und wenn man dann so ein bisschen ins Rollen kommt, dann fällt einem das sehr leicht, aber ich finde es so oder so relativ sinnlos. Und wenn einem das leichter fallen würde, oder anders, ja, es gibt Menschen, die lesen Bücher, Sachbücher, und wissen dann nach einem einmaligen Lesen die meisten Details darüber. Also sie behalten sie wirklich und verstehen das ganz anders. Ich müsste mich richtig durchackern durch ein Sachbuch und es mehrmals lesen und mir wahrscheinlich Notizen machen und richtig studieren, dieses Buch richtig studieren. Ansonsten könnte ich mir diese Details nicht merken und würde die Zusammenhänge auch nicht gut verknüpfen können miteinander. Und ich finde es schade, dass mir das nicht so leicht fällt wie anderen. Ich war in der Schule immer ganz gut, aber ja gut, was ist gut? Also ein Dreier-Schüler. Ja? Also ich habe nie richtig Stress bekommen, mit Ausnahmen. Ja, da habe ich dann auch gemerkt, da muss ich was machen, wenn da nichts mehr zusammengeht. Und ich habe auch mal absichtlich eine Probezeit nicht bestanden. Ich habe mich dann in den Prüfungen nicht blöd gestellt, aber ich habe einfach nicht gelernt, weil ich nur Gitarre gespielt habe. Da hatten wir unsere Band gegründet, die war gerade mal ein halbes Jahr alt und da habe ich so richtig angefangen zu üben und habe gemerkt, ich habe einen unglaublichen Nachholbedarf und ich brauche Zeit dafür. Und dann ein halbes Jahr lang nur fürs Gitarre spielen zu haben, das war schon sehr verlockend. Und das habe ich dann gemacht, ja. Keine Ahnung, die Konsequenzen, also ich habe einen ordentlichen Einlauf von meinen Eltern bekommen. Ich musste dann auch auf so eine Privatschule, aber das war, glaube ich, nur so, ja, 2-3 Mal die Woche. Und selbst das habe ich geschwänzt. Die haben dann als Feedback meinen Eltern gesagt, und ich hatte jetzt beim letzten Besuch mit ihnen darüber gesprochen, dass ich ein ganz guter Schüler wäre, wenn ich öfter da wäre. Denen war es halt egal, so nach dem Motto, ja, die Eltern zahlen ja dafür, ist ja dann so ein bisschen ihr Problem, ob der Junge dann auch kommt, aber ja, Schule war für mich immer so ein bisschen schwierig.
Und da ist es ja wieder, ja, schwierig und Probleme und Hindernisse und all das, Blockaden, ja, gibt es so viele Worte. All das ist ja das Gegenteil von Leichtigkeit. Bei echter Leichtigkeit gibt es ja diese Hindernisse und Hürden nicht und keine Mauern, die man durchbrechen muss und so weiter und so fort. Und wenn man dann in der Tiefe versteht, und das ist ja hier gemeint, dass wir komplett jederzeit verantwortlich sind für unsere Schwingung, aber nicht so, wie man das Wort Verantwortung früher verstanden hat. Ich meine, ich war auch verantwortlich für meine Noten, nach dem Motto, setze ich auf den Hintern, lerne, dann übernimmst du Verantwortung und schreibst gute Noten, aber du bist ja dann immer noch nicht wirklich in der Eigenverantwortung, sondern das System zwingt dich ja letztlich dazu, das zu machen. Wir haben ja auch eine Schulpflicht bis zu einem gewissen Alter und es ist schon sehr anstrengend, dann sich dem zu verweigern. Ja, da müssen Eltern mit ihren Kindern zum Teil flüchten. Und dann haben die Kinder auch noch nicht die Verantwortung selbst übernommen, sondern das haben dann die Eltern in dem Fall für sie bestimmt. Also um diese Verantwortung geht es nicht, um diese, wo wir vermutlich ganz viele falsche Glaubenssätze gebildet haben, wenn es um Verantwortung geht. Ja. Das hört sich nach Druck an, ehrlich gesagt. Bei mir kommt das so rein. Ja. Verantwortung übernehmen heißt Druck. Ja. Am besten noch Verantwortung für andere übernehmen, noch mehr Druck. Ja. Der Familienvater oder die Mama oder die ältere Schwester oder der ältere Bruder, der dann auch mal aufpassen muss und Verantwortung übernimmt. Aber die Verantwortung, die ich meine und die spirituell hier auch gemeint ist, bedeutet, dass wir wirklich in der Lage sind, alles zu ändern. Jegliches Detail, das scheinbar ein Hindernis ist, können wir ändern und müssen auch akzeptieren, dass wir diese Mauer, dieses Hindernis, diese Blockade selbst erschaffen haben und akzeptiert haben. Und Thymus hat zum Beispiel uns heute geraten, dass wir mal versuchen sollten, uns und andere durch die Augen der Quelle zu sehen. Durch die Augen eines Bewusstseins, das nur Liebe ist und uns alle so liebt, wie wir sind, weil wir der individuelle Ausdruck dieser Quelle sind. Und schon würde man aus der Bewertung kommen und eher so ins Neufreudige hinein. Ihr wisst ja, das ist mein Wort für neugierig, neufreudig, um dann letztendlich über die eigene Schöpfung zu staunen, wie unterschiedlich wir sind. Und dann kann man auch schmunzeln, man kann lachen über die Dinge, die einen vielleicht sonst aufregen. Und dann fängt es an, interessant zu werden, weil das alles verändert. Wenn man aufhört, sich aufzuregen, wenn man aufhört, sich als Opfer zu sehen, was ja bedeutet, wenn man ein Opfer ist, dann empfindet man nicht, dass man der Schöpfer der Situation ist. Erst wenn man wahrhaft in der Tiefe begreift, dass wir bewusste Mitschöpfer sind und wenn wir dann vor allem dieser Fähigkeit vertrauen können, und da sind einige von uns noch so ein bisschen am Taumeln, würde ich sagen, weil wir bestimmte Wünsche einfach noch nicht in unser Leben manifestiert haben. Die Idee ist da, ich hatte ja auch letztens schon darüber gesprochen, also haben wir schon kreiert, aber wir haben noch nicht manifestiert. Es ist noch nicht Teil unserer Erfahrung auf dem Planeten Erde in dieser Inkarnation. Also
Was bringt es mir, ja, wenn, sag ich mal, der finanzielle Reichtum oder vielleicht mal die finanzielle Unabhängigkeit, was ja noch viel schöner ist, so im Raum wabert, ja, mich aber scheinbar nicht erreicht? Dann ist das erstmal eine schöne spirituelle Theorie, aber in der Praxis kann ich es nicht in dem Maße leben. Und das betrifft vermutlich sehr viele Wünsche, die wir schon geäußert haben. Unter anderem wurde uns ja gesagt, 11.11., ja, seid bereit und formuliert eure Wünsche gerne noch einmal. Wisset sozusagen, was ihr gewählt habt, um dann am 11.11. in dieser Energie, und es ist nie nur dieser eine Tag, es ist die Energie vor und nach so einem wunderbaren Termin. Und meistens bleibt die Energie sogar da. Das Potenzial wird neu installiert sozusagen an diesem Tag oder um diesen Tag herum. Und von da ab stehen uns diese Energien, und oft sind es ja Energien, dauerhaft zur Verfügung. Also kein Stress. Ja? Wenn ihr am 11.11. vielleicht ganz was anderes vorhabt und euch nicht so fallen lassen könnt und noch nicht alles loslassen konntet, das wird danach immer besser werden, weil die jetzigen Energien unsere Manifestationskräfte stark beeinflussen und featuren, möchte ich jetzt beinahe sagen, verstärken, ja, das wäre das deutsche Wort. Und ja, ich freue mich drauf. Und natürlich, wenn wir wirklich in der Tiefe nicht nur begreifen, sondern es auch können, manifestieren können, alles, was wir wollen, ja, dann ist das Leben doch auf einmal leicht, ja. Dann haben wir Frieden, Freude, Fülle, Freiheit und alles andere in unserem Leben. Und wir müssen uns um ganz viele Dinge überhaupt keine Sorgen mehr machen. Und dann beginnt eben die Leichtigkeit. Und Leichtigkeit ist in diesem Jahr auf alle Fälle ein Thema. Es ist kein Zufall, weil es Zufälle ja sowieso nicht gibt. Aber ja, in dem Fall ist es sehr deutlich, dass es bei mir in diesem Jahr ums Schlankwerden geht. Ging und immer noch geht. Und es ist auch kein Zufall, dass, weil ich noch nicht bei jedem Thema eine richtig gute Leichtigkeit erreicht habe, eine, die man wirklich so nennen kann, ja, manches fällt einem nicht mehr so schwer, aber deswegen ist ja noch lange keine Leichtigkeit darin, weil das eben so ist, weil noch Themen da sind, fallen mir die letzten 8 bis 10 Kilo, die noch runter müssten, total schwer. Ja? Geht fast gar nicht. Und so ein bisschen habe ich auch aufgegeben gerade, ohne aber wieder zuzunehmen. Das wäre ja dann so ein bisschen kontraproduktiv, also soweit ist es nicht. Aber das Thema Leichtigkeit in der Physis bedeutet ja nichts anderes, als dass das Thema Leichtigkeit in der Energie auch eine große Rolle spielt. Und in dem Fall ist mein Körper, mein nächstes Äußeres sozusagen, meiner leichteren, wesentlich leichteren Energie gefolgt. Das war überhaupt kein Thema. Das war dran und es musste sich so entwickeln. Aber es ist noch nicht fertig und es wäre jetzt auch nicht konsequent, wenn ich jetzt gärtenschlank wäre, aber noch nicht komplett in der Leichtigkeit wäre. Wie komplett man auch immer in der Leichtigkeit sein kann, ja. Über irgendwas macht man sich immer mal Gedanken und dafür sorgt auch die Umwelt, ja. Man kann sich zwar vornehmen, dass man kaum mehr was sieht oder sich anschaut oder liest, aber es ist illusorisch, dass die Themen, die draußen gespielt werden, überhaupt keine Rolle mehr spielen in unserem Leben. Dann müsste man schon wirklich auf einer einsamen Insel gestrandet sein und nichts mehr mitbekommen. Ja? Und dann könnte man sich immer noch Sorgen machen, was denn in der Welt da draußen vor sich gehen könnte. Ja, Leichtigkeit. 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 Ja, es hat viel mit Schwingung zu tun, ganz klar. Aber eben auch mit der Idee
dem Bewusstsein der Tatsache, dass wir unsere Umstände komplett kontrollieren können. Und Kontrolle hört sich auch wieder komisch an. Ja? Da haben wir genug von. Und dennoch, ja, unser Ego mag das. Und nicht nur auf die negative Art und Weise, sondern auch, weil wir uns in Sicherheit fühlen. Und Sicherheit hat ja damit zu tun, dass man weiß, wie die Umstände sind und man auch relativ gut abschätzen kann, ob es blöd laufen kann für einen, ja, oder ob es gerade ganz gut läuft und tendenziell eher immer besser laufen wird. Das gibt Sicherheit, aber in gewisser Weise ist die Fähigkeit zu manifestieren, ein bewusster Mitschöpfer zu sein, ja, per Definition, wenn man es ganz knallhart runterbricht, die Kontrolle über alles, was mich betrifft. Weil ich in der Lage bin, bewusst zu manifestieren und alles zu ändern, was mich stört oder stören könnte. Natürlich erstmal für mich selbst in meinem Umfeld. Andere Menschen sind auch Götter, Mitschöpfer. Und sobald man da Schnittmengen bildet, wird es etwas komplizierter. Absolut. Ja, ihr könnt, wenn ihr euch ändert, nicht sofort alles auf dem Planeten ändern. Da braucht ihr noch andere bewusste Mitschöpfer dazu, dass das gut und reibungslos funktioniert. Aber darauf läuft es halt hinaus. Das ist das, was wir machen. Das ist der Grund, warum wir geschult werden, warum uns jeden Tag wichtige Texte, heilsame Texte, inspirierende Texte erreichen, damit wir diese Aufgabe verstehen und uns auch darauf freuen und uns immer mehr jeden Tag ein bisschen bewusster machen, wie groß unsere Macht ist, die wir hier in der Physis haben, in dieser Inkarnation haben und wir eben keine Opfer sind der Umstände oder Opfer anderer Menschen, sondern wir alleine im besten Sinne dafür verantwortlich sind, was mit uns geschieht, wie es geschieht und wo es geschieht. Und wenn das dann in der Konsequenz keine Leichtigkeit erzeugt, ja, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder für heute. Ich freue mich auf morgen. Haut rein, bis dann. Ciao, servus, liebe Grüße, euer Wolfgang.